Viele Deutsche müssen noch im Januar ihren Führerschein umtauschen. Der Grund dafür ist eine EU-Richtlinie, die besagt, dass alle BürgerInnen der Europäischen Union bis 2033 einen einheitlichen Führerschein im Plastikkartenformat erhalten sollen. Doch nicht jede oder jeder muss seinen Führerschein umtauschen. Betroffen sind alle, die ihre Fahrerlaubnis vor dem 19. Januar 2013 erworben haben. Damit nicht alle gleichzeitig einen neuen Führerschein brauchen, kommt es auf das Ausstellungsdatum oder das Geburtsjahr an. Für alle, die ihren Führerschein vor 1999 erhalten haben, ist das Geburtsjahr für den Umtausch entscheidend. Nun sind die Jahrgänge 1959 bis 1964 dran. Sie müssen ihren Führerschein bis spätestens zum 19. Januar 2023 umtauschen. Ansonsten droht ein Verwarnungsgeld, da der alte Führerschein mit Ablauf der Frist ungültig wird. Für BürgerInnen, die ihren Führerschein nach 1999 erworben haben, zählt das Ausstellungsjahr. Wann genau die Führerscheine umgetauscht werden müssen, könnt ihr auf der Seite des Bundesamtes für Digitales und Verkehr einsehen.